Hi miteinander und willkommen zum letzten Teil der Deutschlandreise 2020. Im Interview von Time to Ride, welches du in der letzten Folge gesehen hast, war es regnerisch und stürmisch. Deswegen wollten wir weiterziehen, um dem schlechten Wetter zu entfliehen. Die Wettervorhersage meinte, dass es in der Richtung von Jena besseres Wetter auf uns warten würde. Und Thorsten, unser Gastgeber vom Aktivhof Porsdorf, gab uns den Tipp, zu seinen Freunden nach Orlamünde zu fahren. Diese hätten ein Bootshaus dort, in dem wir herzlich willkommen sind. Wir fuhren auch viel Autobahn, um die weite Strecke schnell hinter uns zu bringen und das Regenwetter hinter uns zu lassen. Zur Mittagszeit befanden wir uns in der Niederlausitz. Dieses Gebiet ist berühmt für seine schönen Heidelandschaften. Also suchten wir uns eine der 13 Naturschutzgebiete aus und verbrachten unsere Mittagspause mitten in dieser wunderschönen Landschaft. Gut gestärkt im Körper und Geist ging es weiter Richtung Abendquartier. Relativ spät kamen wir beim Bootshaus an und wurden vom Regen direkt mal wieder empfangen. Wir verbrachten den Abend mit einer Pizza der örtlichen Pizzeria und einer Familie, die für eine Kanufahrt dort kampiert haben. Trotz Regen war es ein sehr schöner Abend. Der nächste Tag empfing uns direkt mit einem Problem. Durch die starke Beanspruchung auf der Autobahn platzte eine Öldichtung an der Beta. Aber der Verwalter des Bootshauses, Michi, war auch ein leidenschaftlicher Endurist und half uns mit seinem Werkzeug aus. Somit konnten wir das Leck wieder schließen und einen neuen Dichtring verbauen. Nach den ganzen Regentagen wollten wir endlich mal wieder trocken schlafen und entschlossen uns, in einer größeren Ortschaft zu übernachten. Wir kamen nach Suhl. Also wenn ihr nach jemals euch überlegt, nach Suhl zu fahren, lasst es einfach. Wir übernachteten in Suhl direkt in einer Pension. Aber das Essen und die Übernachtungen waren sehr gut. Am nächsten Morgen, gut ausgeruht und mit getrockneten Sachen, brachen wir in Richtung Homburg auf. Da in Homburg mein Freund Piet seinen Geburtstag feierte. Piet lernte ich über den Kauf seiner Transalp kennen, die er jetzt nach gut 10 Jahren wieder von mir zurückgekauft hat. Bei Piet angekommen, grillten wir nicht nur zusammen mit seiner Familie, sondern wir bekamen eine historische Stadtführung. Der Ausblick zum Sonnenuntergang wie zum Sonnenaufgang ist einfach traumhaft hier. Piet besitzt auch eine Tenere 700, welche er schon mit vielen Goodies ausgestattet hat. Am nächsten Tag verabschiedeten wir uns wieder und Piet gab mir noch eine sehr schöne Tagesrunde mit auf den Weg, rund um sein Gebiet. Schaut doch mal in die Beschreibungen für den GPX-Download. Otto! Ja! Die Strecke ist traumhaft schön, auch wenn das Wetter leider stürmisch und nieselig war.
Abend kampierten wir wieder wild. Beim Wildcampen ist immer die Devise, man war nie da. Das bedeutet, man nimmt seinen Müll immer mit und man macht nichts kaputt. Und am Ende sieht man eigentlich nicht, dass man da war. Unser Hunger war so groß, dass wir in der Nähe von unserem Übernachtungsplatz auf einer Parkbank frühstückten. Nach einem Brot mit Käse und Marmelade ging es weiter Richtung Karlsruhe. Wir fuhren über die wunderschöne Brücke des Rheins. Wir kamen schon wieder nur in Regen und wollten ein paar Tage Sternfahrten beim Ebnisee unternehmen. So buchten wir uns in das leere Hotel am Ebnisee ein. Am nächsten Tag standen wir spät auf, da es wie aus Eimern regnete. Am Nachmittag brach die Regendecke dann auf und blauer Himmel war zu sehen. Der Ebnisee ist beliebt bei Hobbyfischern und sehr schön zum Herumspazieren. Wir fuhren danach noch eine schöne kleine Runde. Auch die Route findest du in der GPX-Datei, die du unten in der Videobeschreibung findest. Wir zogen weiter Richtung Heimat und fuhren an dem Blautopf vorbei. Dieser ist immer eine Reise wert, er ist wunderschön. Die Nachhausefahrt verlief über das Allgäu und über den hohen Peißenberg. Danach kamen wir zu Hause an. So miteinander.
Das Video ist fertig, die Deutschlandreise ist vorbei. Es war eine sehr, sehr schöne Tour. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen in den drei Teilen schöne Sachen zeigen, die er vielleicht mit seinem eigenen Motorrad mal abfährt. Und es wäre jetzt genau die richtige Zeit, unten zu liken oder zu abonnieren und am besten auch gleich die Glocke anzumachen. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder zu begrüßen zu dürfen. Ich war auch schon wieder weg. Ich war in der Schweiz und habe dort die TET, die Transeuropäischen Trail, gefahren. Und nur für die Leute, die jetzt schon wieder sagen, ah, Offroad und so. Die Schweizer Trail ist eher 95% Onroad und sehr, sehr, sehr schön. Also ich kann es nur empfehlen, dass ihr diese mal fahrt. Das könnt ihr mit jeder Straßenmaschine machen. Ihr habt da zwei, drei kleine Abstecher, die ihr dann mit einer normalen Maschine nicht machen könnt. Oder wenn ihr euch traut, könntet ihr auch machen. Aber rein theoretisch wunderschön, kann ich nur empfehlen. Und derzeit ist die Schweiz leer. Also fahrt los, genießt die Zeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend und passt auf euch auf, bleibt oben und bis bald. Euer Frankie. Servus.